und die Wasser blieben hoch über der Erde 150 Tage lang. Und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab, so dass sie sich vermindert hatten nach 150 Tagen. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder, am 17. Tag des 7. Monats. Und die Wasser nahmen immer weiter ab bis zum 10. Monat. Am 1. Tag des 10. Monats konnte man die Spitzen der Berge sehen. In den 50er Jahren wurde auf Luftbildern des türkischen Militärs 27 Kilometer südlich des Ararat, wenige Kilometer von der iranischen Grenze entfernt, eine bootsförmige Formation entdeckt, die sogleich einige Aufmerksamkeit erregte. In den USA wurde daraufhin beschlossen, eine Expedition in die Osttürkei zu schicken. Hier Aufnahmen von den rabiaten Untersuchungsmethoden dieser Forscher. Offensichtlich handelte es sich um einen Haufen Dilettanten, die folglich mit leeren Händen wieder in die USA zurückkehrten. Vielleicht hatten sie aber auch von vornherein den Auftrag, zu einem negativen Untersuchungsergebnis zu kommen. Jedenfalls flaute das öffentliche Interesse im Folgenden schnell ab. Nur der amerikanische Hobby-Archäologe Ron Wyatt, von Beruf Anästhesist, war noch nicht davon überzeugt, dass es sich bei dem bootsförmigen Objekt nur um eine Laune der Natur handele. Er beschloss daher, sobald es seine persönlichen Umstände erlaubten, eigene Untersuchungen vorzunehmen. Ende der 70er Jahre war es dann soweit. Er konnte seine erste Reise in das Gebiet südlich des Ararat unternehmen. In den folgenden Jahren unternahm Wyatt insgesamt über 20 Reisen in die Osttürkei. Und der Verdacht, dass es sich bei der bootsförmigen Formation um kein natürliches, sondern um ein menschengemachtes Objekt handelt, erhärtete sich im Verlauf der Untersuchung immer mehr. Hier eine ältere Luftaufnahme in Schwarz-Weiß, auf der das bootsförmige Objekt sehr gut zu erkennen ist. Es hat eine Länge von ca. 155 Metern, was umgerechnet exakt den Maßen der Arche Noah im Alten Testament entspricht. Natürlich war Ron Wyatt klar, dass allein die Übereinstimmung der Maße des Untersuchungsobjektes mit den Maßen in der Bibel noch kein Beweis dafür ist, dass es sich tatsächlich um die Arche Noah handelt. Er führte daher in den folgenden Jahren zahlreiche weitere Untersuchungen in Zusammenarbeit mit Archäologen, Geophysikern und Chemikern durch. Hier einige Filmaufnahmen aus den 80er Jahren von diesen Untersuchungen. Aufschlussreich war insbesondere der Einsatz von verschiedenen Arten von Metalldetektoren. Da dabei ein regelmäßiges Muster von Metallkonzentration gefunden wurde. Als dieses Muster mit farbigen Kunststoffbändern ausgelegt wurde, war gut zu erkennen, dass sich die Metallanreicherung jeweils an den Kreuzungspunkten von Längs- und Querspanten befinden, die mit Nägeln bzw. Nieten aneinander befestigt sind. Nachdem die Arbeiten mit den Metalldetektoren so erfolgreich verlaufen waren, wurden auch Untersuchungen mit dem Georadar vorgenommen, das normalerweise für die Rohstoffexploration verwendet wird. Auch diese lieferten das Ergebnis, dass es sich nicht um ein natürlich entstandenes Struktur handelt, sondern um ein menschengemachtes Objekt. Anlässlich eines Besuches durch türkische Behördenvertreter baten diese Ron Wyatt, einmal das Georadar vorzuführen. Auf dem dabei erzeugten Ausdruck war etwas zu erkennen, was wie ein Stück Balken nahe der Oberfläche aussah. Daraufhin wies ein türkischer Offizier einen Soldaten an, dieses Teil auszugraben. Zutage kam tatsächlich ein Stück fossiles Holz, das erstaunlicherweise so aussieht, als wäre es aus drei Lagen zusammengeleimt worden. Weitere Grabungsarbeiten wurden nicht vorgenommen, da die türkischen Behörden hierfür keine Genehmigung erteilt hatten. Hier jetzt eine Metallniete, mit der wahrscheinlich Längs- und Querspanten verbunden waren. Vermutlich befanden sich unten und oben auf den zu verbindenden Hölzern Metallscheiben, durch die eine noch glühende Niete eingeführt und anschließend breitgeschlagen oder breitgepresst wurde. Da sich die Niete bei der Abkühlung zusammenzieht, ergibt dies eine bombenfeste Verbindung.
Die chemische Analyse ergab neben Eisen auch einen erstaunlich hohen Aluminium- und Titangehalt. Der Eisengehalt war ursprünglich sicherlich höher, ist aber durch Verwitterung oder diagenetische Vorgänge reduziert worden. Die bei der Verhüttung des Metalls übrig gebliebene Schlacke wurde anscheinend zur Stabilisierung an der tiefsten Stelle des Schiffsrumpfes eingebracht. Siehe Abbildung. Die gefundene Schlacke wurde ebenfalls chemisch analysiert und weist einen erstaunlich hohen Mangangehalt von über 80% auf. Betrachtet man die Arche aus der Drohnenperspektive, fällt die Deformierung der unteren Bootswand durch ein Kalksteinriff auf. Siehe roten Pfeil. Ron Wyatt vermutete, dass die Arche sich nicht mehr an ihrem ursprünglichen Landeplatz befindet, der höher am Berghang gelegen war, sondern in einem Schlammstrom weiter hangabwärts gerutscht ist, dort auf das Kalksteinriff traf, das sich in den Schiffsrumpf bohrte und es dadurch zum Stillstand brachte. Diese Annahme erscheint mir durchaus plausibel. Im Zusammenhang mit der Arche sind auch die Funde von großen Ankersteinen sehr interessant, die in der Entfernung von einigen Kilometern gefunden wurden. Die Ankersteine sind alle deutlich über eine Tonne schwer und weisen ein Loch für die Befestigung eines dicken Seiles auf. Insgesamt wurden in der Umgebung 13 Ankersteine, die teilweise bereits zerstört waren, gefunden. Vermutlich waren die Ankersteine entweder am Heck oder am Bug der Arche befestigt. Ankersteine, allerdings viel kleinere, wurden in der Antike im gesamten Mittelmeerraum verwendet, zum Beispiel von den Phöniziern. Hier jetzt Rekonstruktionen der Arche. Die einzelnen Stockwerke waren jeweils durch Rampen miteinander verbunden. Ein Detail, das bei diesen Rekonstruktionen sicher nicht richtig ist, ist, dass das Holz der Arche noch sichtbar ist. Denn in der Bibel steht, dass die Arche mit Pech abgedichtet wurde, was durchaus Sinn ergibt. Offensichtlich hatten die intensiven und erfolgreichen Untersuchungen der amerikanischen Forscher die Aufmerksamkeit der türkischen Behörden erregt, denn in der folgenden Zeit untersuchten auch türkische Wissenschaftler die bootsförmige Formation und kamen ebenfalls zum Ergebnis, dass es sich höchstwahrscheinlich um die Arche Noah handeln müsse. Mit dieser Erkenntnis hat die islamische Türkei auch kein Problem, da die Geschichte von Sintflut und Arche Noah auch im Koran enthalten ist. Es wurde daher von staatlicher Seite beschlossen, den archäologischen Fund durch die Einrichtung eines Nationalparks zu schützen. Glücklicherweise ist die Arche mit einer Länge von 155 Metern zu groß, um sie im Keller des Smithsonian oder einer anderen amerikanischen Institution verschwinden zu lassen. Ein Schicksal, das wohl schon viele unliebsame Artefakte ereilt hat. Sehr gut finde ich auch, dass die Türkei bislang keine Grabungsgenehmigung erteilt hat, da dies unweigerlich eine zumindest teilweise Zerstörung der Arche zur Folge hätte. Wir wissen heute aus der Literatur, dass es sehr viele Sintflutberichte weltweit gibt. Hier auf dieser Karte sehen Sie in diesen ausgefüllten Punkten ausführliche Berichte über die Sintflut. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Nachkommen Noahs sich auf der ganzen Welt verteilt haben, nach der Sintflut. Und dass dieses Ereignis von ihnen überliefert ist. Dann haben wir weitere Hinweise auf die Sintflut in China. Anhand der chinesischen Schriftzeichen finden wir interessante Hinweise auf die Sintflut. China weist in seiner Geschichte eine ununterbrochene Zivilisation von 4500 Jahren Dauer auf. Die Ursprünge der meisten Schriftzeichen liegen heute im Dunkeln. Sie gehen bis auf das Jahr 2500 vor Christus zurück. Und als eine Deutung unter anderem können wir auch interessante Bezüge zwischen den chinesischen Schriftzeichen und der Bibel entdecken. So zum Beispiel dieses Zeichen für Schiff. Dieses chinesische Schriftzeichen für Schiff besteht wiederum aus drei einzelnen Schriftzeichen. Das Schriftzeichen für Gefäß, das Schriftzeichen für Mund oder Person und das Schriftzeichen für Acht.
Bibelleser kombinieren natürlich völlig logisch, dass in einem Gefäß 8 Menschen untergebracht sind, nämlich in der Arche Noah. Als chinesische Entsprechung der biblischen Sintflutsage mit Noah wird oft Fuxi gesehen. Fuxi soll der erste der chinesischen Urkaiser gewesen sein. Der Legende nach ist er auch der Urahn der Menschen. Miao in China, das stimmt sehr gut überein. Das ist also ein Volksstamm, den man da entdeckt hat, wo also vorher noch keine Missionare waren. Und in der Bibel heißt es ja, Noah und seine Familie bauten die Arche und die Miao nennen den nicht Noah, sondern die nennen den Nua. Dann heißt es weiter, die Tiere gingen paarweise an Bord. Kennt auch die Legende der Miao, es regnete 40 Tage lang. Die gesamte Erde wurde überflutet, außer Noah bzw. Nua und seiner Familie überlebten keine Menschen. Noah bzw. Nua sandte eine Taube und nach der Sintflut brachte Noah bzw. Nua ein Opfer. Es ist also sehr erstaunlich. Die Ureinwohner Australiens hingegen erzählen, dass sie erst nach der großen Flut nach Australien kamen. Sie wurden auf folgende Weise gerettet. Die Schlange Vogal erzählte einem gerechten Mann, dass eine große Flut kommen würde, um die Erde zu verderben, da die Menschen die Lehren der Weisen verlassen hätten. Nun kletterte dieser Mann mit 6 oder 7 Freunden auf den Rücken der Schlange und wurde so von ihr durch die Flut zu einem großen Berg in Sicherheit gebracht. Auch die Masai von Afrika erzählen von einem gerechten Tumbainot mit Beinamen Nt. Sein Gott ermahnt ihn, ein großes Holzboot zu bauen. Dann sollte er seine Ehefrau Naipande, seine 3 Söhne und deren Frauen, Tiere und Futter in das Boot mitnehmen. Nach der Flut schickt Tumbainot eine Taube und einen Geier aus und sieht 4 Regenbögen. In Zentralamerika strandet Coxcox oder Tetzpi in einem großen Floß auf dem Berg von Kalhuacan. Zuerst schickt er Geier aus, die Aas fressen und nicht zurückkehren. Danach sendet er einen kleinen Kolibri aus, der schließlich mit einem Blatt im Schnabel zu ihm zurückkehrt. Auf Hawaii heißt es, dass lange Zeit nach dem ersten Menschen, Kumu Honua, eine Sintflut kommen würde, um die bösen Menschen zu vertilgen. Der gerechte Nu'u überlebt mit seiner Familie und landet mit seinem großen Kanu auf einem großen Berg der Hauptinsel. Er opfert dort dem Gott Kane und der Regenbogen erscheint als Zeichen im Himmel. Man darf nicht vergessen, dass die Ureinwohner Hawaiis mitten im Pazifik über tausende von Jahren gar keinen Kontakt mit anderen Kulturen und Religionen hatten. Bei den Hunderten von Legenden über eine weltweite Katastrophe finden wir viel Gemeinsames mit dem Bericht von Noah. Die meisten erzählen von einem Gericht durch Wasser, einem Rettungsboot, der Rettung von Menschen und Tieren und der Strandung eines schwimmenden Objekts auf einem hohen Berg. Viele Legenden haben sogar die gleiche Anzahl von 8 erretteten Menschen. Anthropologen inzwischen mindestens 31 Flutlegenden aus Europa, 17 aus Afrika, 23 aus Asien, 38 aus dem Raum des Pazifischen Ozeans, 59 aus Nordamerika und 46 Flutlegenden aus Südamerika. Der weltberühmte Sprachwissenschaftler Charles Berlitz
hat sogar insgesamt 600 Variationen der Flutlegende unter verschiedenen Völkern der Erde erforscht. Nun ist es interessant, es gibt eine koreanische Studie, wissenschaftliche Studie von 1992. Dieses Projekt wurde genannt World Class Ship Research Center, CRISO. Und die haben als Nichtchristen haben die verschiedene mögliche Archen studiert, wie ideal oder eben wie schlecht wären die bei unglaublichem Wellengang. Und die haben also ganz verschiedene Alternativen aufgestellt und dann auch die biblischen Maße genommen. Und die Studie hat ergeben, die idealsten Maße, also in allen Hinsichten, ja, sind die Maße der Bibel. Und es ist dabei möglich, einen Wellengang aufzunehmen von 47,5 Meter. Das ist grandios, nicht wahr? Und was man auch noch herausgefunden hat mit diesen 300 Ellen, also 157 Meter circa, erreicht man das Größte, was eigentlich möglich ist, mit dem Material Holz als freistehende Konstruktion. Also man hat festgestellt, größer ginge mit Holz nicht. Man müsste ein anderes Material nehmen. Metall und so. Aber mit Holz ist das das Maximum. Interessant, dass in der Bibel steht, genau diese Maße, die gerade an der oberen Grenze noch möglich sind. Ich weiß, man muss ja immer davon ausgehen. Viele Menschen, Zeitgenossen, die sagen, das ist ein Märchenbuch, die Bibel. Und das haben irgendwelche Leute sich in viel späterer Zeit so ausgedacht am Schreibtisch und die haben das so aufgeschrieben. Aber das waren schon ganz tolle Leute in dem Fall, wenn die wussten schon damals, was so das Optimum wäre in der Länge, also das Größtmögliche mit Holz. Länge, Breite ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, ganz grundsätzlich für die Stabilität. Und hier ergibt sich 300 Ellen geteilt durch 50, das gibt 1 zu 6. Und der heutige moderne Schiffbau, heutiges modernes Ingenieurwesen erklärt uns, macht uns klar, das ist ideal für Stabilität auf dem Ozean. So werden auch heute Ozeanschiffe gebaut. Nicht unbedingt genau 1 zu 6, das kann auch 1 zu 7,5 sein oder so, aber in dieser Größenordnung. Sensationell. Das Atrahasis-Epos, eine altbabylonische Überlieferung, die vermutlich um 1800 vor Christus von einem unbekannten Autor auf Keilschrifttafeln verfasst wurde. Der altbabylonische Schreiber Nur Ayyah überarbeitete danach das Werk. Auf diesen Tafeln wird unter anderem über die Erschaffung und Auflehnung eines ersten Menschenpaares berichtet, aber auch über eine gewaltige Flut, weil die enorme Vermehrung der Menschen die Götter störten. Deshalb gaben sie die Anweisung zum Bau eines Schiffes, um die weitere Vermehrung der Menschheit zu beenden. Vom Autor des später verfassten Gilgamesch-Epos wurden Teile aus dem im Atrahasis-Epos beschriebenen übernommen. Vor allem die Flutkatastrophe ist fast wortwörtlich übernommen worden. Dort befiehlt der Gott Ea dem Mann von Shurapak, Utnapishti, der Noah des Gilgamesch-Epos, ein Schiff zu bauen und sagt: Hol den Samen all dessen, das atmet herauf in das Innere des Schiffs. Und die meisten Gelehrten im 19. Jahrhundert, oder besonders solche, die sehr laut waren, die haben ganz klar gesagt, es ist Babel und die Bibel hat von Babel abgeschrieben. Und man hat gesagt, natürlich, die Juden waren ja in der babylonischen Gefangenschaft im 6. Jahrhundert vor Christus. Da hatten sie direkten Kontakt mit dieser Kultur und das hat ihnen ganz bestimmt sehr gut gefallen. Sie haben das übernommen, ein bisschen abgeändert, natürlich all die vielen Götter, die da drin vorkommen, weg und
nur ein Gott und so umgewandelt. Aber jetzt muss man sich im Klaren sein, im Gilgamesch-Epos wird die Arche auch beschrieben, aber als ein Würfel. Hier eine Nachbildung. Ein Würfel mit 6 Stockwerken, 120 mal 120 mal 120 Ellen. Also, da möchte ich ja nicht drin gewesen sein. Das ständige Kippen und Rollen, boom, mit der ganzen Arche auf die Seite und dann wieder und dann mal so und mal so, ja? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten mit einem Würfel, ja? Und, also absolut unmöglich, man muss sich vorstellen, die Elefanten, wie die sich beschwert haben, wenn die wieder mit dem Kopf an der Decke waren. Und dann ein weiteres Problem, das fehlende Licht in den unteren Stockwerken. Ja, wenn die Arche gerade mal so schwann, wo hat man dann da Licht? Und dann poff, wieder auf die andere Seite. Also, das geht nicht. Sintfluterzählungen findet man auf allen 5 Kontinenten bei den eingeborenen Völkern. In Südamerika bei den Indianern, Mittelamerika, ganz viele in Nordamerika bei den Indianern, aber auch in Afrika, Australien, Fidschi-Insel und Hawaii, aber auch im fernen Osten und auch bei den alten Völkern im alten Europa, schon bei den alten Griechen. Überall findet man das. Also über 300 Fluterzählungen. Und auch mit ganz fantastischen Übereinstimmungen. Gerade auch bei den Indianern. Jetzt Frage, wer hat wem abgeschrieben? Haben die Juden den Indianern abgeschrieben? Oder die Indianer den Juden? Jetzt wird klar, das funktioniert überhaupt nicht. Und trotzdem. Aber auch in diesen Geschichten wird die Arche beschrieben. Hier hat man ein paar Beispiele. Ja, das sind alles schöne Schiffchen, ja. Aber natürlich für eine Sintflut nicht brauchbar. Nur die biblische Version. Das ist schon eigenartig. Selbst akkurate Karten von einer eisfreien Antarktis mit Gebirgsketten und Flüssen wie hier wurden damals schon erstellt. Dagegen behaupten Evolutionisten, dass die Antarktis seit Jahrmillionen mit Eis bedeckt sei. Erst im Jahr 1820 wurde die Antarktis von modernen Menschen entdeckt und erst im Jahr 1958 mit eisdurchdringendem Radar kartografiert. Es ist bekannt, dass die erstaunlichen Weltkarten des Mittelalters auf der Grundlage von Seekarten der Antike angefertigt wurden. Der uralte Globus oben links, auf einem Straußenei gemalt, zeigt, dass es ein Irrtum ist zu denken, dass alle Menschen des Altertums an eine flache Erde glaubten. Auch in Noahs Bericht wurde die Erde als eine Kugel im Weltall beschrieben. Auf unserem Planeten gibt es 17 äußerst eigenartige Merkmale, die inzwischen als Resultat einer verheerenden weltweiten Flut gelten, bei der die Wassermassen mit einer Wucht aus unterirdischen Kammern heraufkamen, die die Explosionskraft von 10 Billionen Wasserstoffbomben überstieg. Das erklärt auch die schnelle Formung der Berge und den Grund für Kohle- und Ölvorkommen, die rapide Kontinentalverschiebung oder warum es auf dem Meeresboden riesige Gräben und Hunderte von Vulkanen gibt. Dadurch werden die Formation der Schichtgebirge und auch die meisten der Fossilien erklärt, die erfrorenen Mammuts, die sogenannten Eiszeiten und die großen Landschluchten, insbesondere der Grand Canyon. Die Erde bestand vor der Flut wahrscheinlich aus einem sehr großen Hauptkontinent mit üppiger Vegetation. Es gab Seen und große Flüsse. Die Berge waren nicht so hoch wie heute, vielleicht 2743 Meter. Nach der Wasserplattentheorie hatte die Erde vor der Flut ein großes unterirdisches Wasserreservoir. Es war in Kammern, die miteinander verbunden waren und etwa 16 Kilometer unter der Erdoberfläche eine Schicht von ca. 800 Metern Tiefe bildeten. Durch zunehmenden Druck des Wassers dehnte sich die Erdkruste wie ein Ballon, der aufgeblasen wird. Und die Bibel sagt, dass die Wasserquellen, die unterirdischen Wasserquellen hervorschossen, also dass da Risse entstanden in dem Kontinent und diese Wasserquellen schossen hervor
Aufgrund des Gewichtes der 16 Kilometer dicken Felsschicht stand das unterirdische Wasser unter extremem Druck. Also presste es sich heftig durch den Riss hindurch. Überall auf dem Globus schossen Wasserfontänen 30 Kilometer hinaus in die Atmosphäre. Ihre Gischt verursachte wolkenbruchartige Regenfälle, wie sie die Erde vorher und nachher nie erlebt hatte. In der Bibel steht, dass sämtliche Quellen an einem Tag aus der Tiefe hervorbrachen. Und sie beschreibt diese Vorgänge, die wir jetzt wissenschaftlich begründen können, vor 5000 Jahren. Ein Teil des Wassers schoss hoch über die kalte Stratosphäre hinaus, wurde zu großen Eiskristallen und verursachte massive Eisniederschläge, die viele Tiere unter sich begruben, wie die Mammuts in Sibirien und Alaska. Die Hochdruckfontänen spülten das Gestein auf beiden Seiten des Risses aus, wodurch riesige Ablagerungen entstanden, die sich außerhalb des schlammigen Wassers überall auf der Erde verteilten. Dadurch wurden Pflanzen und Tiere begraben und wurden zu Fossilien. Diese Ausspülungen verbreiterten den Riss. Schließlich war er so breit, dass das zusammengepresste Gestein unter den unterirdischen Kammern nach oben stieß und die mittelozeanische Schwelle bildete, die sich seitdem wie eine Naht um die Erde schlingt. Die Kontinentalplatten oder die Wasserplatten, die immer noch auf den darunterliegenden Wasser schwammen, rutschten nun von der mittelozeanischen Schwelle weg. Nachdem diese massiven, sich langsam beschleunigenden Platten eine Geschwindigkeit von über 70 Kilometern in der Stunde erreicht hatten, stießen sie auf Widerstand, wurden zusammengedrückt und schichteten sich auf. Dadurch bildeten die Wasserplatten Tiefseegräben und die sich auftürmenden Kontinentalplatten formten Berge. Deswegen liegen die Bergketten parallel zur Meeresschwelle, von der sie abgerutscht sind. Die Wasserplatten eröffneten tiefe Ozeanbecken, in denen sich das Wasser der Flut sammelte. Auch auf dem Kontinent blieb jede Vertiefung bis zum Rand gefüllt, wodurch viele Nachflutseen entstanden. Also hier in der Endphase wären also diese Platten aufeinander gestoßen und hätten die Gebirge noch höher aufgeworfen. Und das Wasser wäre dann auch abgelaufen wieder in die Ozeane zurück. Bereits 1858 zeichnete der französische Geograph Antonio Snyder Pellegrini das Auseinanderdriften der Kontinente ähnlich wie hier. Allerdings passen die Puzzleteile nur zusammen, wenn die Kontinentalsockel dazu genommen werden. Die Übereinstimmung der Konturen entlang des mittelatlantischen Rückens ist bei weitem die beste. Also irgendwie sieht es doch aus, als ob diese Kontinente irgendwann mal beisammen waren. Aber dann sagt die Wissenschaft, vor 150 Millionen Jahren gingen sie auseinander. Und ganz langsam, so dass sie jetzt in ihrer heutigen Position sind, nach dieser langen Zeit. Ich möchte euch nur sagen, dass die Erosionsrate auf unserem Planeten variiert zwischen 6 Zentimeter pro 1000 Jahr und 1,9 Meter pro 1000 Jahr. Das heißt, in den Himalaien-Gebirgen werden 1,9 Meter weggespült jede 1000 Jahre und es wird weniger. Wo geht dieses Sediment hin? Es fließt ins Meer. In den Wüstengebieten 6 cm pro 1000 Jahr verschwindet und endet irgendwann mal im Meer. Also jedes Jahr gehen da ungefähr 75 Millionen Tonnen Sediment ins Meer. Also wo müsste Sediment liegen für mindestens 150 Millionen Jahre? Wo müsste das Sediment liegen? Im Meer. Ist es da? Die Antwort ist nein. Da ist nur genug Sediment auf dem Meeresboden für ein paar tausend Jahre und nicht für zig Millionen Jahre. Das heißt, sämtliche Kontinente seit dem Kontinentriss
hätten bis zu fast 15 Mal weggespült sein können. Also Erosion verursacht das. Und gerade neulich, ich denke, es war vor einem Monat oder zwei, ist einer von diesen Riesen umgekippt und die nächsten formen sich, die Kontinente werden weggefressen. Das dauert nicht so lange, bis sie alle verschwunden sind. Erosion ist eigentlich brutal und ein wesentliches Problem. Also hier überall hat man diese mittelozeanischen Rücken. Irgendwann war das mal zusammen. Die Wissenschaft sagt 150 Millionen Jahre. Erosion sagt uns, das ist unmöglich. 15 Mal wären sie schon weg gewesen. Und das andere Problem, die jüngsten Schichten sind noch da. Kann also nicht so lange her gewesen sein. Aber sie waren irgendwann mal zusammen. Eindeutig zeigt der Satellit, dass dieser Puzzle recht gut passt. Sie waren mal zusammen, wurden aber auseinandergerissen. Und die Frage ist jetzt, war das langsam oder war das Katastrophe? Wenn sie auseinandergerissen werden und wir haben hier 80.000 Vulkane in diesen Rissen, dann war das gewaltig. Und ein Riss entstand und in diesen Rissen schoss wahrscheinlich das unterirdische Wasser hervor. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Informationen über die Richtung von den Wasserströmungen, die ergeben sich aus der Analyse von eingefrorenen oder fossilierten Wasserwellen. Sowas gibt es auch. Also das sieht dann so aus wie hier. Das ist eine Münze hier im Vergleich dazu. Und in dem Fall wäre das Wasser in diese Richtung geflossen. Das kann man also daraus erkennen. Und das hat man weltweit gemacht und hat überall versucht, diese Wasserströmungen zu analysieren. Und wir können feststellen, das Wasser hat sich in diese Richtung oder bewegt sich in diese Richtung. Und hier, in diesen Steinen, das Wasser hat sich in diese Richtung bewegt. Also können wir jetzt im Kontinent, sagen wir mal Europa oder Südamerika oder Afrika oder was auch immer, überall untersuchen, in den verschiedenen Zeitaltern, in welche Richtung kam das Wasser. Und hier im sogenannten Paläozoikum, das ist also ein Erdzeitalter nach der Evolutionstheorie, da ist eine Vorzugsrichtung da gewesen, wie wir hier sehen. Ja? Und dann im Mesozoikum, im nächsten Zeitalter, dann in die andere Richtung plötzlich. Jetzt ist natürlich schon die Frage, wie kann denn das sein, dass in einem ganzen Erdzeitalter das Wasser in die eine Richtung und im anderen Zeitalter in die andere Richtung fließt? Das passt natürlich eigentlich gar nicht, aber es passt natürlich in ein biblisches Modell, wenn nämlich diese verschiedenen Phasen hier relativ kurz hintereinander sich abgespielt haben. Und damit zu tun haben, dass sich hier zum Beispiel die Kontinente bewegt haben durch Plattentektonik und das Wasser dann einmal in die eine und dann in die andere Richtung abgeflossen ist. Sobald wir zum Paläozoikum kommen, das Wasser fließt, genau wie in Nordamerika, bumm, quer über den Kontinent. Macht das irgendeinen Sinn? Was heißt das dann? Was heißt das jetzt? Da war kein Fluss da, da war kein Fluss, keine Amazone. Denn dann würde da ein Pfeiler in die Richtung sein und ein Pfeiler in die Richtung und die Flussrichtung in die Richtung. Es gab keine Andesgebirge, denn sonst würde an der einen Seite die Richtung von Osten nach Westen sein und an der anderen Seite vom Westen nach Osten. Hier geht das Wasser quer über einen Kontinent. Ist das normal, ja oder nein? Ist total abnormal. Und wenn wir zum Mesozoikum kämen, genau das Gegengesetzte. Das ist Katastrophe. Nur eine Katastrophe kann das erklären, dass das Wasser
quer über den ganzen Kontinent hinwegfloss. Und die Bibel sagt, das ist, was geschah. Je höher wir gehen, da kommen wir zur Nach-Sintflut-Zeit, dann wird es mehr und mehr so wie heute. Also das Beckengeologische Standardmodell erwartet keine übereinstimmenden Trends über mehrere Kontinente hinweg und kann sie auch nicht wirklich erklären. Die dürfen nicht da sein. Wenn wir die Kontinente zusammenschieben, dann wird es erst interessant, dass der Trend, den wir gesehen haben, existiert über sämtliche Kontinente. Und da sind über 1 Million Messpunkte schon in den Daten drin. Also das beweist, dass es eine weltweite Wasserkatastrophe gab. Wir haben Wasserbewegungstrends, die kontinentweit sind. Aber es gab keine Sintflut. Denn wenn es eine Sintflut gab, dann ist die Theorie damit hin. Und so kann man dieses Bild zusammenstellen und sagen, es gab doch eine Sintflut. Wenn wir uns dann diese Schichten betrachten und die Fossilien, die da drin sind, in den obersten Schichten vor allem, sehen wir es ganz deutlich, in allen eigentlich, sind die Fossilien orientiert in Richtung Stromrichtung. Das gilt für Dinosaurier in den unteren Schichten, das gilt für Bäume, das gilt für Kleinfossilien, die sind orientiert Richtung Stromrichtung. Das heißt, sie sind alle in Wasser abgelagert. Im sogenannten Redwall-Kalkstein des Grand Canyon, da findet man Massengräber mit Billionen von solchen Tieren. Hier ist so eine Abbildung im Größenvergleich. Die liegen da also kreuz und quer da drin, diese Mikroorganismen. Hier so eine künstlerische Darstellung, wie die vielleicht ausgeschaut haben. Die sind aber nicht ganz zufällig da drin verteilt in diesem Sediment. Man hat eine Orientierung, so im Mittel, wenn man das ausmittelt. Die generelle Orientierung der Nautiloide, die weist auf einen Sedimenttransport in südwestliche Richtung hin. Das kann man ermitteln. Und mit Wassergeschwindigkeiten, sogar die kann man ermitteln, von ca. 20 Kilometer pro Stunde über ein Areal von Hunderten von Kilometer Ausdehnung. Das ist ein Beispiel dafür, für diese großräumigen Wasserströmungen. Hier Blätter, auch Richtung Stromrichtung orientiert. Die obersten Schichten vom Känozoikum zeigen viel Nässe. Alles ist nass. Die Blätter, die wir eben gesehen haben, waren Grünblätter. Das ist faszinierend. Da ist eine Schicht zwischen, gerade nach der Kreidezeit, ist da eine Schicht, wo da viele Grünblätter drin sind. Das ist sehr interessant. Und wir haben Andeutungen von Algen und viel Wasser und Schilf und Fischchen und treibende Algenpflanzen und Libellenneste und so weiter. Und wir können auch das Klima irgendwie berechnen, denn an den Blättern kann man ja feststellen, was für ein Klima es ungefähr gab. Und wenn man in Europa diese Schichten vergleicht, dann findet man zum Beispiel diese Fossilien und das ist persisches Eisenholz und das heißt, dass es warm war. Haben wir auch oben in diesen neuen obersten Schichten viele Andeutungen von riesen Wasserflächen, die irgendwann mal existierten. Die ganze Sahara-Wüste war eine Wasserfläche. So hat man festgestellt. In Amerika, Riesenteile waren Wasserteiche, die nicht mehr da sind. Die Great Lakes und die Gebiete rund um Nevada und so weiter zeigen Riesenwasserbecken. Dann haben wir auch begrabene Blätter, so wie diese hier, die in Schichten begraben sind. Jetzt, wenn das Jahresschichten sind, so wie einige behaupten wollen, dann ist das ein sehr starkes Blatt. Dann hat es ungefähr 50 Jahre gedauert, bis das endlich begraben war. Kennt ihr solche Blätter, die so behaltsam sind? Ein weiteres Indiz sind die gut erhaltenen Fossilien. Wie entstehen denn so Fossilien? Was man in den Schulbüchern leider heute immer noch findet, sind solche Abbildungen.
Der Fisch, der stirbt, dann sinkt er auf den Meeresgrund und wird dann irgendwie mit Sediment bedeckt und dann irgendwann entsteht ein Fossil. Entstehen wirklich so Fossilien? Ja, was passiert denn, wenn der Fisch stirbt? Naja, der wird dann aufgefressen oder er zersetzt sich und was dann am Boden ankommt, das ist kein Fossil, wenn überhaupt noch was ankommt. Sondern was muss passieren? Naja, der arme Kerl, der muss hier ganz schnell begraben werden von einer Schlammwelle. Und das muss dann unter Luftabschluss, muss das auch noch passieren. Und dann muss dann unter speziellen physikalisch-chemischen Bedingungen sich was abspielen, dass der versteinert. Heutzutage weltweit finden wir gar keine Versteinerungen, die entstehen. Wir können es nicht beobachten, weil es nicht passiert. Also es müssen ganz spezielle Bedingungen damals gewesen sein, damit sowas überhaupt passieren konnte. Und was auch erstaunlich ist, mit welcher Genauigkeit die Details hier erhalten sind. Hier zum Beispiel ein Rochen. Man sieht also wirklich unglaublich viele Details hier. Das muss also blitzschnell gegangen sein. Einen anderen Fisch verschluckt. Er ist nicht mal ganz fertig geworden mit seiner Mahlzeit. Oder hier ein Palmblatt, wunderbar erhalten. Ja. Sieht aus wie ein heutiges. Oder hier ein Seeigel, der wurde unter hohem Druck zusammengepresst. Und die Fossilierung, die musste ganz schnell gegangen sein. Warum? Ja, weil die Seeigel nach ihrem Tod normalerweise in wenigen Tagen ihre Stacheln verlieren. Oder noch krasser hier, eine versteinerte Qualle. Quallen sind Weichtiere, die extrem schnell, das heißt in Stunden, verrotten. Der Fossilierungsprozess musste also wirklich extrem schnell abgelaufen sein hier. Hier ist ein Beispiel aus dem Grand Canyon in Arizona, in den USA wieder. Hier diese Fußspuren, da hat man Laborstudien gemacht. Wie gesagt, es ist immer gut, im Labor Studien zu machen. Nach diesen Studien wurden diese Fußspuren höchstwahrscheinlich beim Laufen unter Wasser gebildet. Und so sind diese Spuren entstanden. Im Grand Canyon findet man versteinerte Unterwasser-Fußabdrücke von Trilobiten im tiefer gelegenen Tapiz-Sandstein. Ich zeige gleich mal so einen Abdruck von denen. In diesem Sandstein finden sich aber keine Fossilien der Trilobiten. Die eigentlichen Fossilien findet man nur in den höher gelegenen Schichten zwischen dem Sandstein und dem Schiefer. Also unten die Fußspuren und oben die eigentlichen Tiere, kann man sagen. Also hier, das ist die Situation. Sieht man also diese Trilobiten und diese Unterwasserfußabdrücke, also in den tiefer gelegenen Schichten und die Fossilien nur in den höher gelegenen Schichten. Das ist ganz erstaunlich. Nun, der Befund macht natürlich keinen Sinn, wenn die einzelnen Schichten jeweils Millionen von Jahren getrennt sind. Er lässt sich aber leicht erklären, wenn die Fußspuren einfach Fluchtspuren der Trilobiten sind. In dem Fall würde man nur in den höher gelegenen Schichten, eben wo die Trilobiten dann auch starben, ihre Fossilien erwarten. Das ist hier nochmal veranschaulicht in einem kleinen Video. Sehen wir also, der versucht sich da durchzukämpfen, während diese Schichten kommen, schafft es immer mal wieder. Aber jetzt wird es dann schon schwierig und dann schafft es irgendwann nimmer. Manchmal findet man die auch Zwischenschichten noch, direkt zwischen einzelnen Schichten begraben. Jetzt haben wir mal von den Trilobiten bis zu den Pferden, die evolutionistische Zeitskala dazwischen. Die Frage ist jetzt, stimmt es eigentlich, dass diese Reihenfolge immer auftritt? Man hat jetzt im Grand Canyon mal nachgeschaut, wie ist denn das tatsächliche Erstauftreten der Fossilien im Grand Canyon? Eigentlich müssten ja diese Tiere immer zuerst, wenn sie entstanden sind, immer in den jeweiligen Schichten aufgetreten sein. Okay, ganz unten die Trilobiten, das passt. Aber da kommt schon das erste Problem, die Gliederfüßer. Die kommen 130 Millionen Jahre zu früh nach evolutionistischer Vorstellung. Dann geht es weiter mit den Fischen, die sind auch 50 Millionen Jahre zu früh. Und dann sind die Nautiloide 115 Millionen Jahre zu spät. Und das dürfte eigentlich alles gar nicht sein, wenn die Evolutionstheorie richtig ist. Also mit anderen Worten, man kann eigentlich diesen suggeriert exakten Abfolgen gar nicht glauben. Es gibt auch zahlreiche andere Elemente und Prozesse unserer Erde, die ganz klar darauf hindeuten, dass es vor ca. 4500 Jahren einen Bruch in der Geschichte gegeben hat. Zum Beispiel deutet die Anwesenheit von Parasiten in intakten Blutzellen, Weichteile verschiedenster Tiere und sogar Erbsubstanzen, das heißt Kernsäure oder DNS, in den in Bernstein eingeschlossenen Tieren auf eine junge, katastrophale Entstehung von Bernstein hin. DNS zerfällt nämlich nicht erst nach Millionen von Jahren, sondern schon nach einigen Tausenden von Jahren. Risse erlauben das Eindringen von Mikroben, die Federn und andere Teile zersetzen. Man kann beobachten, dass nach wenigen Jahren der empfindliche Bernstein leicht zerfällt und nicht mehr durchsichtig bleibt.
Der gegenwärtige Bestand von Korallenriffen weltweit kann nach neuen Forschungsergebnissen auch wahrscheinlich nur ca. 5000 Jahre alt sein. Das Wachstum von Korallen in einem mit Kalk angereicherten, warmen Meer ist viel schneller als bisher vermutet. Beachten Sie den Schuh, der nur 4 Jahre lang am Meeresgrund lag. Warum findet man in vielen Schichten kaum Spuren von belebten Böden mit Gängen von Tieren und Wurzeln? Natürlicherweise werden nach wenigen Jahren, ob in einem Unterwasserboden oder im Erdboden am Festland, Böden von verschiedenen Lebewesen durchwühlt. Stattdessen findet man häufig, wie hier und weltweit, Muster, die man Kreuz- oder Schrägschichtung nennt. Sie zeugen von gewaltigen Unterwasserströmungen, während Massen von Sediment abgelagert wurden. Manche Hydrologen sind der Meinung, dass an solchen Stellen eine Strömung von 100 km/h durch die Tiefe fegte. Wie kommt es, dass man solche Prachtexemplare von Fischfossilien weltweit findet, bei denen man die Gräten, Schuppen, Muskeln und sogar den Mageninhalt untersuchen kann? Oben links sind 3 Tiere abgebildet, 2 Fische und ein Flugsaurier, die beim Verschlingen voneinander erwischt wurden. Oben rechts sehen wir Seesterne, die in einer starken Strömung lebendig begraben wurden. Rätselhafte Versteinerungen, wie der gebärende Ichthyosaurus, wurden auch recht häufig gefunden. Wollten Sie heute selbst solch ein Fossil herstellen, müssten Sie einen Betonmischer voll Beton in Ihr Aquarium schütten. Weitere Zeugen von einer Katastrophe sind die folgenden Versteinerungen von Polypen, einem Regenwurm, einem Oktopus, Regentropfenkrater, Rippelmarken und Trockenrissen. Äußerst vergängliche Gegenstände wie diese zeugen von raschen Vorgängen im Meer. Sie sind Momentaufnahmen oder Schnappschüsse des Lebens in Stein. Solche Versteinerungen von Meerestieren kommen in der Erde sehr häufig vor. Sie erstrecken sich manchmal über Hunderte oder sogar Tausende von Kilometern, wie in Nordengland, in Öningen am Bodensee und anderen Orten der Welt. Oft ist so viel Fischöl in dem Gestein, dass man es anzünden könnte. Wie ist es möglich, dass der gleiche Fischschwarm sich manchmal auch in mehreren geologischen Schichten erstreckt? Evolutionisten erklären uns, dass jede Schicht über Millionen von Jahren entstand. Stimmt diese Weltanschauung überhaupt? Manche sehr zerbrechlichen Sumpfgräser und Blätter stehen sogar senkrecht in den Erdschichten. Auch ganze Baumstämme, die 20 bis 30 Meter lang sind, findet man senkrecht durch mehrere angeblich Jahrmillionen alte Erdschichten stehend. Wie kann das sein? Warum sind diese nicht an der Luft innerhalb von wenigen Jahren verrottet? Eigentlich kann es nur eine Erklärung für die weltweiten fossilen Friedhöfe geben, in denen Pflanzen und Tiere von allen möglichen Ökozonen an Land mit Süß- und Salzwasserpflanzen und Tieren vermischt sind. Die Dinosaurier und Meerestiere oder Pferde, Fledermäuse, Schlangen und Fische, wie in diesem Bild, starben durch Wasser und wurden rasch abgedeckt und konserviert, bevor sie zerfallen oder von Bakterien angegriffen werden konnten. Auf allen Kontinenten und auf vielen Inseln findet man diese schrecklichen Zeugen einer Wasserkatastrophe auf einem globalen Maßstab. Fossile Friedhöfe nennt man sie. Warum sieht es in den Erdschichten so aus, als ob es eine höhere Entwicklung vom Leben gegeben hätte? Viele Faktoren spielen hier eine Rolle. Hydrologische Sortierung, verschiedene Biotope, Mobilität der Tiere und vieles mehr. Zuerst und am meisten wurde der tiefste Punkt der Erdoberfläche, das Meer, von der Sintflut betroffen. 95% von allen Fossilien weltweit sind Meerestiere. Nachdem die Katastrophe im Meer anfing, wurden bald die tiefer liegenden Gegenden des Festlands, wie die Sümpfe und Küstenmarschlandschaften, betroffen. Höchstwahrscheinlich waren diese Feuchtgebiete die Lebensräume von Dinosauriern, logischerweise getrennt von Menschensiedlungen, wie es auch heute noch gefährliche indische Tiger in schlecht zugänglichen Sumpflandschaften gibt.
Da die ausgewachsenen, riesigen Dinosaurier sehr beweglich und widerstandsfähig waren, ist es auch möglich, ihre Fluchtwege in den steigenden Wassern der Sintflut zu erkennen. In Nordamerika, wie hier dargestellt, flohen sie auf das Hochland einer ursprünglichen Halbinsel. In den höchsten Schichten mit Dinosaurierknochen findet man keine Jungtiere mehr, da sie wahrscheinlich bereits vor Erschöpfung schon umgekommen waren. Weltweit sind Fluchtspuren von Dinosauriern zu finden. Interessanterweise ist festzustellen, dass viele Fußspuren von schwimmenden Dinosauriern zeugen. Normalerweise sind Fußspuren äußerst vergänglich. Aber man muss bedenken, dass diese unter ungewöhnlichen, katastrophalen Bedingungen schnell abgedeckt und konserviert wurden. Vielleicht ist es nicht jedem bekannt, dass jeder von uns und alle anderen Lebewesen auf der Erde Kohlenstoff 14 oder C14 als Kurzform in sich haben. Nach dem Tod baut sich C14 langsam ab und nach physikalischen Gesetzen dürfte es nach spätestens 62.000 Jahren gar keine messbaren Spuren mehr von C14 in toten Pflanzen und Tieren geben. Wie kommt es dann, dass es weltweit Dinosaurier und andere Tiere gibt, die angeblich schon Jahrmillionen in der Erde lagen und noch unterschiedliche Mengen von C14 in sich haben? Das geht eigentlich nicht. Oi, und Dinosaurierknochen wie in dieser Tabelle enthalten noch C14 und nicht wenig. Das hieße, dass diese Fossilien jünger als 23.000 Jahre und nicht Millionen von Jahren alt sein können. Übrigens stellt die Anwesenheit von Kohlenstoff 14 nicht nur in Dinosaurierknochen ein Riesenproblem für die Weltanschauung der Evolution dar. Nach Einschätzung von Evolutionisten sind Gegenstände wie Braun- und Steinkohle und Diamanten zwischen 5 Millionen und 4 Milliarden Jahre alt. Aber alle enthalten noch bedeutende Menge von Kohlenstoff 14. Dazu kommt noch die Tatsache, dass Diamanten manchmal neben frischem Holz mit Zellulose in Trichtern von Kimberlit in den Erdschichten gefunden werden. Nun noch eine andere Frage. Wie schnell verdirbt Fleisch außerhalb des Kühlschranks? Wie schnell zerfallen Blutkörper mit Hämoglobin und andere Proteine wie Kollagen, Melanosmen der Augen, Hautreste und Schuppen, Sehnen und weiches Gewebe in Kadavern? Solche organische Substanzen und nicht versteinerte Knochen würden weltweit noch intakt in Hadrosauriern, Mosasauriern, Tyrannosaurus rex, Tricapterops und anderen uralten Tieren gefunden. Evolutionisten lehnten die Bitte ab, auch gegen eine erhebliche Summe Geld die organischen Substanzen aus dem Hadrosaurus von Montana radiometrisch datieren zu lassen. Denn sie behaupten, das Tier sei 68 Millionen Jahre alt und wollten keine Blamage erleben. Die Situation ist eigentlich noch spannender, da man zunehmend weltweit noch versteinerte Dinoknochen mit noch intakten Blutkörperchen, Muskeln, Venen und anderen Weichteilen findet. Sie können unmöglich Millionen von Jahre alt sein. Dieser Nodosaurus aus Kanada zum Beispiel hat noch intakte Haut mit Kerogen, Melanin und Pheomelanin am Kopf und an den Pfoten. Mehr als Hunde, Katzen, Pferde und Rinder sind die Dinodrachen die am meisten dokumentierten Tiere der Antike. An Felsen, in Grotten und Schlössern, in Skulpturen und Gemälden, an Vasen und in Erzählungen sind Land- und Flugsaurier und riesige Schwimmechsen, ihre Anatomie und Größe, ihr Verhalten und ihre Fortpflanzungsart mit Eiern global dargestellt. Zum Beispiel sehen Sie hier nur wenige Beispiele von vielen aus Europa. Circa 1496 machte man diese Messingstiche zweier Apatosaurier in der Carlisle-Kathedrale in England. In allen Teilen Europas gab es detaillierte Erzählungen von Dino-Drachen, einschließlich der Gargouille aus den Sumpfgebieten der Seine nahe der Stadt Rouen. Im asiatischen Raum gibt es eine Vielfalt von Zeugnissen über Dino-Drachen. Beachten Sie bitte diese absolut akkurate Darstellung von einem Pterodactyl-Flugsaurier aus der Hongshan-Dynastie von China, die vor ca. 4000 Jahren dort herrschte. In einer Tempelanlage von Taprom, ca. 1186 nach Christus, Kambodscha,
gibt es ein akkurates Bild von einem Stegosaurier, umgeben von Abbildungen von Hasen, einem Hirsch, einem Elefanten und anderen alltäglichen Tieren. Es wird berichtet, dass ein Kaiser Altchinas gezähmte Dinosaurier als Zugtiere seines kaiserlichen Prunkwagens einsetzte. Flavius Philostratus berichtete im Jahr 78 nach Christus, dass Indien voll mit Drachen, manche 30 Ellen lang sei. In Afrika und im Mittelmeerraum gibt es ebenfalls ein reiches Erbe an Darstellungen und Berichte über Dinosaurier. Respektierte Historiker wie Josephus, Flavius, Herodotus, Pliny, Marco Polo und andere beschreiben unterschiedliche Dinosaurier, einschließlich Flugsaurier, die federlose Flügel wie Fledermäuse besaßen. In Südamerika findet man überall, einschließlich im Amazonasgebiet, Kunstgegenstände und Felszeichnungen mit Bildern von Dinosauriern. Den Indianern Nordamerikas sind alle Knochen heilig. Niemals würden Indianer Dino-Knochen ausgraben, weil diese Handlung ein Fluch mit sich bringen würde. Und hätten sie ihre Angst überwunden, was für Weichteile hätten sie entdeckt nach angeblich Millionen von Jahren der Verwesung? Wie ist es dann möglich, dass die Anasazi-Indianer einen Apatosaurier, einen Quetzalcoatlus, einen Edmontosaurier und einen feuerspeienden Dinosaurier, genau wie die europäischen Abbildungen des Mittelalters, in dem Zeitraum von 400 bis 1200 nach Christus, hätten akkurat malen können? Wie bereits gesagt, in den fossilen Friedhöfen dieser Welt findet man nicht nur Pflanzen und Tiere aus allen möglichen Klimazonen und aus dem Meer zusammen, sondern auch angeblich moderne Tiere, zusammen mit Dinosauriern. Forscher Dr. Karl Werner berichtet, dass bereits 432 Säugetierarten, Pinguine, Papageien, Eulen und zahlreiche andere moderne Tiere zusammen mit Dinos gefunden wurden. In den Museen werden sie selten zusammen ausgestellt, weil sie nicht zur geläufigen Weltanschauung der Evolution passen. In Gesteinsschichten der Mongolei, Australiens, Kanadas und der USA findet man zunehmend Hinweise darauf, dass moderne Säugetiere und Menschen mit Dinosauriern zusammengelebt haben. An verschiedenen Stellen entdeckte man hunderte von Ichnofossilien, das heißt versteinerte Fuß- und Handspuren von Menschen, Säugetieren und Dinosauriern zusammen. Mit den neuesten physikalischen und mikroskopischen Untersuchungsmethoden haben Wissenschaftler und Fachleute vor Ort solche Fußspuren untersucht und bestätigt, dass es keine Fälschungen sind. Der Darwinismus hat im Laufe seiner Geschichte die Wissenschaft mehrfach blockiert und in Sackgassen geleitet. 150 Jahre lang wurde die Forschungsrichtung des Franzosen Cuvier, wonach Katastrophen das Geschehen auf der Erde maßgebend bestimmt haben, von Darwinisten unterdrückt. Als 1858 die Knochen des Neandertalers gefunden wurden, betonten Wissenschaftler das starke Hervortreten der Augenbrauenpartie und den ungemein wilden Ausdruck des Gesichtes, obwohl sie vom Schädel nur das Dach gefunden hatten. Nach Angaben dieser Wissenschaftler wurden Zeichnungen angefertigt, die mit dem tatsächlichen Aussehen des Neandertalers nur wenig zu tun hatten. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts weitere Neandertalerknochen in Frankreich gefunden wurden, begannen Forscher mit systematischen Untersuchungen, die allerdings durch die Annahme, dass der Neandertaler ein Bindeglied zwischen Affe und Mensch war, fehlgeleitet wurden. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts wurde das fragwürdige Bild des Neandertalers als primitiver Affenmensch aufrechterhalten.
Nach erneuten Untersuchungen der Knochen in den 50er Jahren kamen US-amerikanische Forscher aber zu folgendem Schluss. Wenn es möglich wäre, dass der Neandertaler wieder auferstünde und in einer New Yorker Untergrundbahn führe, würde er, vorausgesetzt man hätte ihn gebadet, rasiert und in moderne Kleidung gesteckt, vermutlich kaum mehr Aufsehen erregen als manch anderer Mitbürger. Heute stuft kein Forscher mehr den Neandertaler zwischen Affe und Mensch stehend ein. Die Zahl derjenigen, die den Neandertaler als einen vollentwickelten Menschen ansehen, wächst. Der Grund dafür sind Entdeckungen von Hinterlassenschaften, die zeigen, dass der Neandertaler uns geistig ebenbürtig war. Vielleicht ein spektakuläres Beispiel dazu. Bei der Herstellung von Birkenpech, das der Neandertaler zur Schäftung von Geräten benutzte, hielt er eine Temperatur von 340 bis 400 Grad Celsius ein. Wir wissen bis heute nicht, wie der Neandertaler so präzise arbeiten konnte ohne Laborbedingungen. Man weiß, dass die Neandertaler erfolgreiche Hirnchirurgie durchgeführt haben. Die primitiven Menschen Ureuropas bauten Musikinstrumente, fertigten Kunst an und züchteten und ritten Pferde. Leben wir noch in der Steinzeit? Denn auch heute gibt es Stämme, die keine Schrift, keine Metalle, keine Kunststoffe und erst recht keine Autos und Computer kennen. Etwa 50 Jahre lang wurde unser angeblicher Vorfahre, halb Affe, halb Mensch, in den Lehr- und Schulbüchern als Beweis für die Abstammungslehre beschrieben. Doch Ende der 40er Jahre ergaben genauere Untersuchungen, dass der Kopf des Piltdown-Menschen aus dem Schädeldach eines heutigen Menschen und dem Unterkiefer eines jungen Menschenaffen zusammengesetzt war. Um die unterschiedliche Herkunft zu verschleiern, hatte jemand an den Zähnen herumgefeilt und die Knochen mittels chemischer Behandlung bräunlich eingefärbt. Doch die entscheidende Frage lautet, warum ließen sich die führenden Wissenschaftler der damaligen Zeit so lange von einer relativ plumpen Fälschung täuschen? Die Antwort ist nicht gerade schmeichelhaft für die Anhänger der Evolutionstheorie, denn sie lautet, die beteiligten Forscher, allesamt überzeugte Darwinisten, wollten auf Biegen und Brechen die Theorie von der Abstammung des Menschen vom Affen beweisen und gaben dabei wissenschaftliche Gründlichkeit auf. Damit taucht der Mensch voll entwickelt, vollwertig und unvermittelt in der Erdgeschichte auf. Wie schnell können Gesteinsschichten gebildet werden? Nun, auf diesem Bild sieht man eine Ascheschicht, 7,5 Meter hoch, die bei der Katastrophe am Mount St. Helens innerhalb von einem Tag entstand. Radiometrische Messungen von der Asche und Basalt dieser Katastrophe, die im Jahr 1980 geschah, ergaben ein Alter von 350.000 Jahren. Da hat man vom Mount Ngaruhu in Neuseeland Gestein genommen, wusste man ganz genau, wann das ausgeflossen ist, und hat das offiziellen Labors, die darauf spezialisiert sind, gegeben zur Messung. Und je nach Probe ergab das 270.000 Jahre, und jetzt halten Sie sich fest am Stuhl, bis 3,9 Milliarden Jahre. Aber es handelt sich da um einige Jahre. Verstehen Sie, dass man dann ein paar Zweifel bekommen kann? Ich habe das einmal an. Aber wir könnten doch Gestein, das in unserer Zeit entstanden ist, nehmen und mit der Methode messen, hat er gesagt. Ja, das darf man natürlich auch gar nicht. Was? Ich wusste genau, was er wollte. Man darf doch nicht Gestein, das in junger Zeit entstanden ist, damit messen. Diese Methode funktioniert nur für altes Gestein. Ja gut, und dann habe ich gesagt, ja, aber wie weißt du, dass das alte Gestein alt ist?
Und dann hat er sich erwischt. Ein zweites Beispiel, oder sagen wir gleich 12 Beispiele. Man hat nämlich 12 Datierungen gemacht mit Gestein von einem Ausbruch von 1800 und 1801. Und zwar von dem Hualalai auf Hawaii. Das Ergebnis, je nachdem, 160 Millionen bis circa 3 Milliarden Jahre. Das wird beschrieben bei Eduard Ostermann. Unsere Erde, ein junger Planet. Ein weiteres Beispiel, das man zitiert findet bei Kofal and Segraves 1975. Man hat Mondgestein von Apollo 11 genommen, vom Mond auf die Erde gebracht. Nun, dieses Gestein hat man auch datiert und mehrere verschiedene Datierungsmethoden. Es gibt ja verschiedene. Ich habe eine jetzt erklärt, eine Langzeituhr. Mehrere Datierungsmethoden ergaben Unterschiede von 6 Milliarden Jahren. Aber jetzt wird es noch schlimmer. Also das ist der Hammer. Mondgestein von Apollo 16 ergab bei der Messung 18 Milliarden Jahre. Stellen Sie sich vor, das wäre noch einiges vor dem Urknall gewesen. Gleiches Gestein, die gleiche Probe, kann mehrmals datiert mit derselben Methode verschiedene Resultate ergeben. Das ist toll, nicht wahr? Dann kann man das wählen, was am besten passt. Wenn man die Doktrin glaubt, der Evolution, verschiedene Methoden, andererseits, können ganz unterschiedliche Daten ergeben. Und dann kann man natürlich auch wieder wählen, was am besten passt zur Lehre. Im Grand Canyon, diesem wunderbaren Naturphänomen, Grand Canyon, da hat man Basaltgestein aus jüngsten Schichten, also ganz in den oberen Bereichen, datiert auf 1,34 Milliarden Jahre. Man hat aber auch Basaltgestein ganz unten, aus den ältesten Schichten, datiert und es ergab 1,07 Milliarden. Das wäre also nach dieser Messung, jüngstes Gestein ist 270 Millionen Jahre älter als ältestes Gestein. Neokatastrophismus, folgende Situation, dass also die Schichten abgeschieden werden, dann vergehen ja Millionen, naja, und dann passiert Erosion. Das heißt also, es wird was abgetragen, die schöne glatte Schichtgrenze, die wird aufgehoben, ja, und dann müsste man eigentlich sowas erwarten hier, im Prinzip. Im biblischen Katastrophismus habe ich natürlich die Situation, dass die Schichten sehr schnell abgeschieden wurden, da konnte gar keine Erosion stattfinden, weil einfach viel zu wenig Zeit da war. Das heißt, ich müsste dann eigentlich sehr glatte Übergänge erwarten, wenn das biblische Modell stimmt. Schauen wir uns das an. Hier zum Beispiel im Grand Canyon in Arizona in den USA kann man hier sehr schön diese sehr glatte Trennlinie erkennen. Die Linie ist tatsächlich glatt, das ist nur dreidimensional der Effekt, dass sozusagen hier ein Teil der Schicht uns entgegenkommt. Man sieht es besser hier in dieser Darstellung. Wir haben also hier unten den sogenannten Hermit-Kalkstein und oben den Coconino-Sandstein. Und man sieht also sehr schön diese ja wirklich schnurgerade Trennlinie da zwischen den beiden Schichten. Die Vertreter der Evolutionstheorie behaupten jetzt, da wäre eine 10 Millionen Jahre Lücke da drin. Also mit anderen Worten, 10 Millionen Jahre wären da vergangen, bis die nächste Schicht abgeschieden worden wäre. Aber da ist natürlich das Problem, Moment, aber wo ist dann die Erosion? Und außerdem gilt Folgendes, in 10 Millionen Jahren, da hätte bei den heutigen Erosionsraten der gesamte Grand Canyon auf Meereshöhe herunter erodiert werden müssen. Mit anderen Worten, den ganzen Grand Canyon dürfte es gar nicht mehr geben. Das gilt weltweit. Das ist jetzt nicht nur irgendwie lokal. Sehr schönes Beispiel hier. In Salta, Argentinien, sieht man diese fast schnurgeraden abgeschiedenen Sedimentlagen. In gradierten Schichtungen. Was ist das? Was ist damit gemeint? Und wenn man sich hier das hier ansieht, dann hat man also hier Ablagerungen von grobem und feinem Material. In dem Fall eben grob unten, fein oben. Oder auch hier in Alaska, ganz ähnlich, nur auf einer wesentlich kleineren Skala, ja, Taschenmesser-Skala. Oder hier wesentlich größer, das gibt es also auf allen Skalen sozusagen.
Die Prozesse sind ähnlich, aber können skaliert werden sozusagen. Hier in Ottawa in Kanada. Wie entstehen diese gradierten Schichtungen? Die entstehen durch Unterwasserströmungen, die die Steine oder die Körner nach ihrer Größe bzw. nach ihrem Gewicht sortieren. Auch da haben wir wieder Experimente gemacht dazu. Hier von der University of Minnesota, St. Anthony Falls Hydraulic Laboratory in den USA. Da hat man also hier wieder verschiedene Partikel. Man kann schon erahnen, so aus unten feiner, oben etwas gröber. Verschiedene Partikel, die hier miteinander gemischt sind. Ist also mehr turbulent, nicht so laminar, nicht so gleichförmig. Also wenn es mehr turbulent ist, dann passiert sowas. Auch das kann man im Labor nachvollziehen mittlerweile. Ist kein Thema. Die gradierten Schichtungen findet man jetzt aber nicht nur kleinräumig, sondern auch großräumig. Gibt es ein sehr schönes Beispiel, sich erstreckend vom US-Bundesstaat Nevada bis nach Neu-Mexiko. Solche großräumigen gradierten Schichtungen können jetzt nicht durch lokale Ereignisse, also wie zum Beispiel irgendwie Unterwasserlawinen an Abhängen, erklärt werden. Ich zeige Ihnen das einmal hier. Man sieht also hier von vorne nach hinten oder von links nach rechts laufend das Wasser, das also von Nevada bis Neu-Mexiko, also Nevada liegt im Westen, Neu-Mexiko im Osten, von den Vereinigten Staaten läuft. Am Anfang ist es so, dass die Unterwasserfließgeschwindigkeit noch gering ist, weil das Wasser einfach noch viel Sediment mit sich rumträgt sozusagen. Die schwere Last macht das Wasser sozusagen langsam. Aber das Sediment lagert sich im Laufe der Zeit immer mehr ab. Der nächste Punkt, den ich betrachten möchte, das sind die Schrägschichtungen oder sogenannten Schüttungsfächer. Hier ist der Buntsandstein im Pfälzerwald in Deutschland. Da sieht man ganz schön hier diese Schrägschichtungen. Also unten ist gerade und dann ist plötzlich oben drüber, ist das alles so schräg geschichtet. Oder hier in Neuschottland, in Kanada, sieht man auch sehr schön diese unterschiedlichen Schichtungen. Oder wenn wir wieder nach Amerika rübergehen, der Coconino-Sandstein im Grand Canyon, auch sehr schön diese Schrägschichtungen zu erkennen. Und es ist interessant, wie die Vertreter der Evolutionstheorie argumentieren. Sie behaupten, diese Schrägschichtungen würden, und das wird eigentlich sehr oft behauptet, selten anders, durch riesige wandernde Wüstensanddünen entstehen. Man möchte irgendwie das Thema Wasser vermeiden, offenbar. Also weist man auf die Wüste aus. Also man meint irgendwie so ähnlich wie hier. Es ist aber so, dass neuere Forschungsergebnisse evolutionistischer Wissenschaftler gerade darauf hinweisen, dass Schrägschichtungen doch unter Wasser entstehen. Schrägschichtungen findet man, wie auch im Fall der gradierten Schichtungen, oft auch so großräumig, dass man sie eben nicht mehr durch lokale Ereignisse erklären kann. Nächsten Punkt, den sogenannten glatt gebogenen Sedimentschichten. Das ist hier auf Kreta, sieht man das sehr schön, wie also die Sedimentschichten da so fast künstlerisch schon gebogen sind. Oder hier in Tibet. Oder hier in Nepal. Im Hintergrund kann man diese gebogenen Schichten sehen. Hier in Kalifornien, in den USA, sehr schön auch zu erkennen. Oder hier in Ait Bougoumès in Marokko. Oder hier in China. Also die gibt es weltweit. Die Vertreter der Evolutionstheorie behaupten jetzt, diese glatt gebogenen oder gefalteten Sedimentschichten, die wären erst lange nach der Ablagerung der Sedimentschichten durch Gebirgsauffaltung entstanden. Bis zu einige hundert Millionen Jahre später. Müssen sie ja irgendwie so behaupten, sonst kriegen sie ja ihre Millionen nicht unter. Aber diese Erklärung bringt ein gewaltiges Problem mit sich, weil nämlich die in wässriger Lösung abgeschiedenen Sedimente sich unter dem hohen Druck der bis zu einige Kilometer dicken Sedimentschichten in sehr kurzer Zeit erhärten sollten. Man spricht da von dem Phänomen von Kompaktion und Zementation. Die verhärteten Sedimentschichten, das kann man sich jetzt vorstellen, die sind aber jetzt nicht mehr plastisch verformbar, sondern was passiert, die reißen natürlich leicht. Und dann ist natürlich die Frage, ja, aber wie sind dann diese glatten, nicht gerissenen und gebogenen Sedimentschichten entstanden? Also nochmal hier veranschaulicht, wir haben hier im unteren Bereich zum Beispiel Kompression und oben haben wir Zug, dann reißt es. Ja? Also hartes Gestein ist eben spröde, bricht und reißt, wenn es gebogen wird. Nur weiches Sediment ist verformbar. Nun, was machen die Vertreter der Evolutionstheorie? Die versuchen, dem Problem auszuweichen, indem sie annehmen, dass das Gestein nachträglich unter hohem Druck teilweise wieder aufgeschmolzen sei. Die sagen, das wurde wieder beweglich unter hohem Druck.
Aber da ist das Problem, man hat sich mikroskopisch sozusagen da angeguckt, naja, was müsste passieren unter diesem hohen Druck? Da müssten die Sedimentpartikel lokal aufschmelzen. Das müsste man mikroskopisch beobachten können, aber da ist nichts festzustellen. Also mit anderen Worten, die Theorie lässt sich nicht bestätigen. Als einzige Erklärung bleibt eigentlich, dass die Sedimentschichten gleich nach ihrer Ablagerung gebogen wurden, solange sie eben noch weich und verformbar waren, ohne eine Pause von Jahrmillionen dazwischen. Und das sind eintlich genau die Bedingungen, die man für die Sintflut erwartet. Da ist man gezwungen zu erkennen, dass die zahlreichen Sedimentschichten der Berge ganz schnell und kilometerhoch abgelagert und noch in feuchtem, weichen Zustand durch enorme Kräfte gefaltet wurden. Am leichtesten ist es, sich das so vorzustellen, dass die Platten der Kontinente wie ein Teppich auf einem glatten Fußboden auseinanderrutschten, bis sie auf Widerstand stießen. Wie bei einem Teppich entstanden so Falten quer zur Bewegungsrichtung. Das können unmöglich Vorgänge von Millionen von Jahren gewesen sein. In den obersten Schichten haben wir Braunkohle. In den tieferen Schichten haben wir Schwarzkohle, Steinkohle. Danke. Das ist wegen dem Druck, haben wir Steinkohle. Obendrauf Braunkohle. Jetzt dies hier ist in Europa, in Slowenien, eines der größten der Welt. Und dann dieses weiße Zeug. Und das ist Kreide. Und zwar ist es hier nur die Körperchen von Radiolarien, diese kleinen einzelligen Meeresorganismen. Das hier war der Hauptgeologe da. Und ich habe mich schön mit ihm unterhalten, habe auch einen Vortrag da gehalten, jetzt nicht nur für Laien, sondern für die Geologen. Und das war der Hauptgeologe, und der ist mit mir dann spazieren gegangen und hat mir diese Dinge gezeigt und hebt dieses Stück Radiolaria auf und ist ganz beschämt. Natürlich kommunistisch erzogen, atheistisch erzogen. Und dann hat er gesagt, weißt du, ich habe immer diese Busse mit Schulkindern, die hierher kommen, und dann muss ich ihnen erzählen, wie diese Braunkohlenschichten entstanden sind. Und dann sagt er zu mir, weißt du, warum ich so viel rauche? Da sage ich, nein, wieso? Er sagt, weil ich so viel lügen muss. Echt, das hat er mir gesagt. Er hat gesagt, ich weiß, dass das war alles unter Wasser und unter dem Meer, aber geologisch, zeitlich unmöglich. Und eine Radiolarienschicht zeigt, dass alles unter Wasser war. Kurzer Einschub, wie die Evolutionisten sich das vorstellen mit der Kohlebildung. Man stellt sich das also hier so vor, in einem Sumpf sollen also Bäume gewachsen sein und dann ist Folgendes passiert, in Jahrmillionen unter Druck und Hitze hat sich dann dieses Pflanzenmaterial umgewandelt in Torf und dann in Braunkohle und schließlich in Steinkohle. So die Idee. Aber es gibt auch eine ganz andere Erklärungsmöglichkeit, wie das passieren konnte. Und das möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen, nämlich im biblischen Modell im Rahmen einer Katastrophe. Wo also diese Bäume hier katastrophisch begraben wurden. In dem Modell geht das blitzschnell. Kann das wirklich sein? Kann Kohle so schnell entstehen? Es kann. Am 1. September 1983 hat man zum Beispiel gelesen im New Scientist, die US-Energiebehörde meldete, dass sich aus Lignin, also Holz besteht zu 20-30% aus Lignin, in Gegenwart von Tonerden und bei einer Temperatur von 150 Grad bloß bereits nach 2 Wochen Kohle bildete. Die Bäume, die hier begraben sind, das Holz, ist noch Holz, zum Teil und zum Teil Steinkohle, so wie hier sehen wir das Holz, zum Teil hier Kohle und zum Teil nicht. Also wie alt ist es? Ist es wirklich so alt, wie Sie sagen, dass es noch Holz ist, einiges sogar noch brauchbar? Beispiel aus der Joggins Formation im Neuschottland in Kanada aus dem Jahr 1868. Und das ist hier sozusagen aktuell aus der gleichen Formation aus dem Jahr 2012. Da sieht man also hier diesen Baumstamm, der durch mehrere Schichten durchgeht.
oder hier in Tennessee in den USA im Jahr 2008. Der Uniformitarismus würde sagen, naja gut, die Schichten haben sich eben langsam abgelagert in Jahrmillionen. Aber dann ist natürlich die Frage, wie kann der Baumstamm Millionen Jahre stehen bleiben, ohne zu verrotten? Und es gibt dafür ein Beispiel, der Mount St. Helens im US-Bundesstaat Washington. Und dann gab es eine Eruption. Hier sieht man also dieser Berg, wie er ausbricht, hier diese Explosion und hier eine gewaltige Schlammflut, die sich da runter ergossen hat. Ganz schnell wurden Autos natürlich begraben zum Beispiel. Und es wurde tatsächlich ein kleiner Grand Canyon gebildet. Wenn Sie das nicht wüssten, das Größenverhältnis, dann würden Sie vielleicht sagen, das wäre vielleicht der echte Grand Canyon. Sie sehen da unten noch so ein Rinnsal, so ein Fluss fließen. Der hat das nicht in Jahrmillionen da rein gefräst. Sondern was passiert ist, eine Schlammflut ist da durchgelaufen, da ging das blitzschnell, dass das eingefräst wurde. Und das ist jetzt noch das übrig gebliebene Rinnsal, was da läuft. Was da auch noch passiert ist, es gab in der Nähe einen Wald und die Bäume, die sind von der Explosion erfasst worden und sind durch die Luft regelrecht geschleudert worden in einen naheliegenden See, in den benachbarten Spirit Lake, so heißt der. Und da hat man dann diese Bäume gefunden, teilweise aufrecht drin im Wasser schwimmend. Und die Taucher haben dann nachgeschaut, wie sieht es dann unter Wasser aus. Und haben wir festgestellt, die stehen sogar mitten drin im Wasser noch senkrecht und sind da begraben in den Sedimentschichten, die da ganz schnell entstanden sind. Und wie man es natürlich auch erwartet, die Wurzeln abgerissen oder gar nicht mehr vorhanden. Eigentlich genau das, was wir vorhin gesehen haben bei den Polystratenfossilien, hat man hier in live vor sich gesehen. Dann haben wir hier die Plattformen. Das sieht man hier ganz schön, wenn man den Grand Canyon so anschaut, dann stellt man fest, das sieht ja aus wie mit einem Rasiermesser abgeschnitten im Horizont. Warum ist das eigentlich so? Wieso gibt es da keine Hügel, keine Berge? Nun, diese Plattform, das kann man auch ganz leicht erklären, wie das entstanden ist. Durch Strömungen. Wenn das Wasser noch viel Platz hat, dann strömt es langsamer. Und wenn das dann eingeengt wird, das ist einfach ein Prinzip, weil das Wasser ja nicht zu komprimieren ist, dann muss es schneller strömen, dass damit die gleiche Wassermenge da durchkommt. Und dann nachher fließt es wieder langsamer. Das heißt, wenn es schneller fließt, was passiert dann, wenn sich jetzt dieses Colorado-Plateau angehoben hat, dann ist es praktisch oben durch die schnelle Strömung regelrecht abrasiert worden und begradigt worden. Und das spricht also auch für schnelle Wasserströmung, die eben zu dieser Einebnung führt. Weltweit gibt es Guillots und Tiefseeschluchten im Meer, steinerne Bögen und Säulen an Land, die am besten als Resultat einer globalen Flut erklärt werden können. Der Grand Canyon ist ein hervorragendes Denkmal für die Sintflut. Er sprengt leider den heutigen Rahmen, um von den vielen Eigenschaften dieser erstaunlichen Schlucht zu erzählen, die für die Evolutionisten unlösbare Probleme darstellen. Zum Beispiel, wie konnte der kleine Colorado-Fluss bergauf fließen, um diese grandiose Schlucht zu fräsen? Warum fehlen wichtige geologische Zeitepochen in den Gesteinsschichten? Die Steilwände der Schlucht weisen darauf hin, dass die Entstehung des Grand Canyon nicht lange her sein kann. Während der Sintflut, wie gesagt, muss es eine starke weltweite vulkanische Aktivität gegeben haben. Das kann man erkennen, woran. Man schaut sich die Sedimentschichten an und stellt fest, da sind immer wieder Ascheschichten dazwischen, die die Sedimentschichten durchziehen. Durch diese starke vulkanische Aktivität haben sich die Ozeane erwärmt und das hat dann auch zu einer Klimaveränderung und schließlich zur Bildung einer Eiszeit nach der Sintflut geführt. Es ist klar, wenn jetzt natürlich Magma mit Wasser in Berührung kommt, dass da viel Wasserdampf entsteht. Das kann man hier schon sehen. Und wenn Sie sich das weltweit vorstellen, dann können Sie erahnen, was da für gewaltige Wasserdampfmengen in der Atmosphäre abgegeben wurden. Wir haben also warme Ozeane, wo das Wasser verdampft. Dann bilden sich Wolken und wir haben jetzt noch eine andere Situation. Durch die Vulkane haben wir jede Menge Asche in der Atmosphäre. Was macht die? Die blockiert das Sonnenlicht. Es wird kühler und dann, wenn es Niederschlag gibt, auf den Kontinenten dann Schnee in den höheren Breiten. Und so bekomme ich also dann eine Eiszeit. Nun, Sie sehen schon, insgesamt ist eindeutig, dass natürlich die biblische Sintflut alles erklären kann. In dem Fall der Neokatastrophismus teilweise, der Uniformitarismus scheitert völlig. Und wir sehen, warum die Vertreter der Evolutionstheorie den Uniformitarismus aufgegeben haben, aus guten Gründen. Ja, das klappt also gar nicht. Aber auch der Neokatastrophismus, werden Sie wohl über kurz oder lang feststellen, wird Ihnen Probleme bereiten. 1. Mose Kapitel 5. Hier finden wir den Stammbaum von Adam bis zu Noah.
Unglücklicherweise wird die lange Namensliste und das Alter von Noahs Vorfahren oft übersehen oder als nicht so wichtig abgetan. Aber beim näheren Hinsehen offenbart sie wirklich Erstaunliches. Im 1. Mose, Kapitel 5, stehen die hebräischen Namen von Noahs Vorfahren. Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech. In the English transliteration of the Hebrew, that doesn't mean much to us. Aus dem hebräischen Wortstamm ergibt sich die Bedeutung der Namen. Adam bedeutet Mensch. Seth, der Berufene. Zusammen ergeben sie einen Satz. Der Mensch ist berufen, tödliche Trauer, aber der gesegnete Gott wird herabkommen, lehren, dass sein Tod wird bringen, den Verzweifelten Trost oder Ruhe. Im Geschlechtsregister der Tora ist das Evangelium Christi zusammengefasst. Der sterbliche Mensch ist zum Leid bestimmt, aber der gesegnete Gott wird herabkommen und lehren, dass sein Tod, wessen Tod? Gottes Tod, dem Menschen, dem Verzweifelten, Trost oder Ruhe bringen wird. Der Heilsplan Gottes war keine Spontanreaktion auf Adams Vergehen. Er lag vor der Erschaffung der Welt fest. Gott sagt, und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite setzen. Da muss man hineingehen. Jetzt machen wir die Brücke zum Neuen Testament. Der Herr Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Also jetzt sieht man nochmals, wie diese Arche wirklich eine Illustration ist von dem, was wir im Neuen Testament finden, für die Rettung heute. Aber noch etwas Interessantes. Es heißt in Kapitel 7, Vers 16, und der Herr schloss hinter ihm zu. Gott hat geschlossen. Ja und? Ja. Jetzt muss man mal nachschauen, was im Buch Hiob steht. Hiob 12, Vers 14, da heißt es über Gott, siehe, er reißt nieder und es wird nicht wiedergebaut. Er schließt über jemand zu und es wird nicht aufgetan. Und so weiter. Wenn Gott schließt, kann niemand mehr öffnen. Aber eben, ich möchte betonen, die drin waren, die waren sicher. Und das entspricht im Neuen Testament Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Was heißt das, in Christus sein? Das ist so schwierig, nicht wahr? Das ist für Kinder unverständlich und auch für viele Erwachsene. Aber wenn man sich überlegt, was heißt es, in der Arche zu sein? Eben, drin in der Arche. Und die waren sicher. Und wenn man in Christus Jesus ist, er ist unsere Arche, dann muss man sich nie mehr vor Gott fürchten, vor einer ewigen Verdammnis. Keine Verdammnis. In Römer 8 am Schluss sagt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn der Menschensohn kommt, wird es auf der Erde zugehen wie zur Zeit Noahs. Damals dachten die Menschen auch nur an Essen, Trinken und Heiraten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg. Dann kam die Flut und keiner von ihnen überlebte. In der Bibel heißt es weiterhin, vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit, also in unserer Zeit, Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Dabei wollen sie nicht wahrhaben, dass Gott schon einmal durch eine große Flut diese Erde zerstörte. Auch unser Himmel und unsere Erde werden nur so lange bestehen, wie Gott es will. Dann aber am Tag des Gerichts wird er sein Urteil über alle Gottlosen sprechen und auf sein Wort hin wird das Feuer Himmel und Erde vernichten. Die Bibel sagt uns also, nach uns kommt keine weitere Sintflut, sondern dann kommt Feuer. Die Sintflut war das erste Gericht.
das die Menschheit aufrütteln sollte, umzukehren. Aber dann wird es ein weiteres Gericht geben, ein endgültiges, für all diejenigen, die Gott nicht recht geben wollen. Wenn es alles wahr ist, warum hört man dann eigentlich in der Öffentlichkeit so wenig darüber? Und ich möchte hier wieder ein Zitat bringen von Richard Lewontin, evolutionistischer Genetiker. Nicht, dass die Methoden und Institutionen der Wissenschaft uns auf irgendeine Weise zwingen würden, die materialistische Erklärung der Phänomene der Welt zu akzeptieren. Darüber hinaus ist dieser Materialismus absolut, denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Also man hat sich bereits entschieden dafür, dass man Gott nicht zulassen will in dieser Welt. Man hat einen Materialismus und selbst wenn es Gott gäbe, er darf keinen Fuß in die Tür kriegen in unserer Wissenschaft und in unserer Welterklärung. Also mit anderen Worten, die Wahrheit wird niedergehalten. Und genau das sagt uns auch die Bibel. Dort heißt es, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Die Wahrheit wird niedergehalten durch alle möglichen Theorien, Philosophien, die alle der Bibel entgegenstehen. Trotzdem ist es aber so, dass jeder, der will, der die Wahrheit sucht, der kann die Wahrheit erkennen. In der Bibel heißt es nämlich weiter, denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Deswegen die Frage, was ist jetzt zu tun? Wenn ich das erkannt habe, wenn ich die Wahrheit erkannt habe, was ist zu tun? In der Bibel heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.